Also, Julie, da hast du mir einen ganz schönen Schrecken jetzt eingejagt, ne? Ja. Sack. Du, kündige das vorher an. Darauf brauche ich jetzt erstmal einen McFlurry, bevor das hier weitergeht. Ich schwöre. Wieso leckt das jetzt hier? Hatte ich mir gedacht, habe ich doch. Du hast dann geschrieben, aber das habe ich ja nicht in dem Moment gesehen. Ich habe das ja später erst gesehen. So. Aber darauf brauche ich jetzt trotzdem erst mal einen McFlurry. Hilft nicht. Also ich muss da jetzt erstmal wieder runterkommen. Vorher kann ich nicht weiterspielen. Geh nicht. Okay. Als es aufgeploppt ist, habe ich sofort geschrieben, aber du hast den Chat nicht gesehen. Ja. Das hast du gesehen, weil ich auf meine Uhr geguckt habe, oder? Oder nee, weil bei dir ist das ja aufgeploppt. Genau. Aber trotzdem im Schock, denke ich mir so, nein, nicht schon wieder. Ja. Aber gut, ich hab's gut gemeistert, oder? Mir nicht ganz so was anmerken lassen. Aber darauf freue ich mich trotzdem erst. Nur jemand, der mich kennt, der wusste, was mein Blick in dem Moment aussagt. Nur die. Eieiei. Das ist jetzt echt gut. Das ist eine richtige Zuckerbombe jetzt, die brauche ich jetzt. Wenn ich da jetzt nicht runterkomme, kann ich einfach das Spiel nicht weiterspielen. Es geht natürlich nicht. Das werde ich natürlich für die Aufzeichnung. Ich meine, für die Playlist werde ich das natürlich rausschnibbeln. Den Teil, wo ich das Eis futter. Da muss da nicht mit rein. Streckt das bloß. So. Oh, ist der lecker. In diesem Mal ist auch wieder Karamell und nicht Schoko wie letztes Mal. Also du schmeckst da was vom Eis. Bei dem Schoko hast du wirklich nur noch Schoko geschmeckt. Hat er mir da einen Schock verpasst? Ich denke mir, wer schreibt mir da jetzt? Und dann lese ich, dass er hier einmal kein Wort, denke mir so, fuck mich schon wieder. No. Ich hatte das doch gerade vor kurzem erst. Nicht gerade, sondern vor kurzem erst. Oh, fuck. Das letzte Mal war schon echt, ey. Es muss auf jeden Fall das letzte Mal ein Russe gewesen sein, weil mein Discord war in Russland angemeldet, als die komischen Links gepostet wurden.
Nochmal da, Entschuldigung an alle. Und da ich Nachtschicht hatte, habe ich da natürlich gepennt, als ich die ganzen Nachrichten gekriegt habe. Ey, du verschickst so einen Scheiß hier. Und das erst viel später gecheckt. Da war natürlich schon ein bisschen Schaden getan. Aber to be honest, solange nur das mit meinem Account gemacht worden ist, bin ich ja froh. Der hätte ja Server auch löschen können oder so. Hol dir mal Avatar. Was meinst du damit? Ach so, was kostet der? Oh, to be honest, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich will jetzt dann Ende April ins Kino wegen Tanz der Teufel. Evil Dead Rise, den möchte ich mir im Kino anschauen. Was kostet 2 auf Amazon? Ich habe immer noch irgendwie die Hoffnung, dass der bald auf Disney Plus auftaucht. Ich glaube, das wird wohl irgendwie nicht so. $17, okay. Die digitale HD-Version oder ist das UHD? Was ist das? Ach, der läuft sogar noch im Kino. Vielleicht sollte ich mir da erstmal angucken. Kann ich ihn bestimmt auch in 3D sehen. UHD, ja, okay, UHD ist wichtig. Das sind ja auch 17. Na gut, wer kauft SD? Dass das überhaupt noch angeboten wird, irgendwie finde ich es eine Frechheit. Sollte nur noch HD anbieten, wo das SD inkludiert ist. Na, je nachdem, ob dein Gerät das supportet oder nicht, wird halt das Kinige abgespielt. Ja. Viele Singer da. Geht gar nicht. Am besten noch mit Mic-Dub, oder? Dann ist alles perfekt. Hey, was ist los? Mein Schatz, zeig mir dir den Finger. So, ich hab's hier fast. Na komm her jetzt. Was? Ich rede mit Basti.
Aber ich habe ja keinen Monitor. Ich habe hier einen Fernseher. Und ich kann zwar hier auch in 4K jetzt spielen oder so, aber ich kann das leider nicht in 4K dann übertragen und so. Könnte auch nicht in 4K aufnehmen. Das kann die Capture Card nicht. Brauche ich aber auch nicht. Das reicht völlig. Wow. So, es geht gleich weiter mit dem Spiel. Lululululul. Ich mache dann noch einmal kurz die erste. So. Gut. Fliegen wir mal weiter. Ich weiß, was jetzt kommt. Ungefähr weiß ich, was jetzt kommt. Jetzt ist mir natürlich voll kalt. Ganz Eis auf einmal gefressen habe. Dass es so viele, weil ich dachte, es wäre ein großes. Wie viel kommen da jetzt noch? Wow. Ah, Scheiße.
swallow your soul. Shit. Was haben wir hier? Ich glaube, von da sind wir gekommen. Eine harte Szene. Das ist eine richtig harte Szene. Ich glaube, ich sollte hier so stehen bleiben und nur so links und rechts zielen. Saturn, meine Freunde. Oder was? Das hat man. Ja, ja. Nervt dich dann doch irgendwie. Fuck you. Fuck. Das war heftig. Stelle ich mir gerade wieder den Druck vor, den ich auf Hardcore gehabt habe. Kackviech, weil das kann mich töten. Da ist es. Was soll ich auch treffen? Das Viehzeug kann mich töten. Okay. Ich höre noch eins. Ich habe aber Angst, mich da jetzt wirklich so frei zu bewegen, weil das, wenn ich übersehe, kann es das wieder gewesen sein.
Was die ausspucken, ist nämlich höchst explosiv. Noch so eins von diesen Viechern und das gefällt mir nicht. Was ist das denn? Diese blöde Zyste. Gut, sie scheint nicht da zu sein. Willkommen in der Solaranlage Sigma 055. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Wachmann Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein. Kurz Zeit zum Warten. Persönliches Log Howard Phillips. Persönliche Log Howard Phillips, Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte heim. Antje behauptet, sie hätte keine Antwort auf mein Versetzungsversuch erhalten. Dabei war schon das fünfte. Fünf Gesuche und nicht eine Antwort. Wie kann das sein? Kommt sie da an? Ist sie überhaupt jemand? Ich gebe es nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fängt langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Antje behauptet, meine wahren Anforderungen interessiert zu haben. Sie sollte heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nichts glauben. Ich bitte schon so lange darum. Ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Die Zeit wird's zeigen. Heute Nacht wird's zeigen. Hm. Jetzt ist er tot. Er wird nicht kommen und mich hier abholen. Ah, da ist das Ding. Da konnte ich draußen lang genug suchen und hätte es nicht finden können. Jetzt ist wenigstens weg. So, was können wir denn verkaufen? Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. So, ich glaube, ich laufe mal eine Weile wieder mit dem Plasma-Cutter rum, oder? Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Meine Rig ist nicht freigegeben. Okay. Rig-Autorisierung erkannt. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Stationswachmann Howard Phillips, bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein.
ich das gemacht? Wie geht das jetzt? Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas fehlt noch. Ich bin ja da nicht einfach durch. Das tötet mich ja. So habe ich das gemacht. Mit. Die hetzt mir jetzt hier auch gleich jede Menge auf dem Hals. Das jetzt? Ich trau dem Hasen nicht so. Persönliches Log Howard Phillips. Aufzeichnungsnummer 466. Ich habe versucht, solange es geht, außerhalb der Reichweite von Antis Interfaces zu bleiben. Ich will Ihre Entschuldigung bezüglich meiner Versetzungsgründe nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ich nachfrage, höre ich nur computerisierten Bockmist. 23 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht und nicht eine Antwort erhalten. Ich weiß, dass sie lügt. Ich weiß, dass sie es nie abgeschickt hat. Aber ich habe Antis gezeigt, ich habe beim Mittag alle meine Vögel aus den Käfigen gelassen. Es war so schön zu sehen, wie sie glücklich und frei herumflogen. Ich wünschte, ich könnte einer von ihnen sein. Antis spuckte irgendwelche Verordnungen aus und sagte, was ein abnormalen Profil. Mir doch egal. Ich habe heute den ganzen Tag mit den Vögeln getanzt. Ich liebe meine Vögel. Ich will heim. Wegen ihm gibt es diese komischen, widerlichen Vogel-Necromorphs. Die Olle, die schalten wir jetzt mal hoffentlich aus. Achtung, Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte antworten Sie. War knapp. So. Leute, ich glaube, das ist eigentlich... Wow. Wie kommt der gelaufen? Oh, ich hab's gerade so umgebracht.
Ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn Sie lange genug leben, um sich wieder herzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf. Oh, jetzt wäre ich fast dran gelaufen. Das war hart, ich wäre fast reingelaufen. Fuck. Dieses Spiel willst du wissen. Dieses Spiel willst du von mir echt wissen. So. Das schon? Okay. Ich könnte auch schauen, dass ich vor Release von Diablo 2 vielleicht ist doch noch, Diablo 4 meine ich, ist doch noch schafft, Diablo 2 durchzudaddeln am Stream. Weil ich meine, ich bin nicht mehr weit vom Ende, glaube ich. Besucher, Hauptrechner. Computer, hier spricht direkt von Tachmann. Sofort alle Funktionen der Solaranlage deaktivieren. Systemabregelung wird initialisiert. Systemabregelung abgeschlossen. Tut mir leid, Clark. Ich weiß, was Sie vorhaben und kann nicht zulassen, dass Sie Erfolg haben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Okay. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Der unautorisierte Zugriff auf den Hauptrechner ist eine Verletzung des Bürgerrechts der Titanstation. Ersetzen Sie alle Steuerungen und treten Sie vom Sicherheitskasten zurück. So. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Autorisierter Besucher, Hauptrechner. Was ist das letzte Ding jetzt? Da. Warnung. Die elektrische Abschirmung des Hauptrechners wurde deaktiviert. Vorsicht walten lassen. Tja, ich versuche den mit Isaac Clarke zu ficken, das funktioniert nicht so ganz. Aber das reicht noch nicht ganz. Wir müssen schon noch ein bisschen mehr machen. Treten Sie
sofort von allen Maschinen zurück. So. Einmal drehen bitte. Dankeschön. Mal das ganze Spiel jetzt nochmal. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Sie meint mich echt, sie kann mich hier einsperren. Aber ich habe draußen auch einen Necromorph gesehen, das heißt, ich komme jetzt raus und werde instant angegriffen. Automatisierte Funktionen offline. Ausschaltungen offline. Station wird auf manuell Bedienung zurückgesetzt. Anti offline. Ach, das ist Anti. Gut, die war mir eh ein bisschen unsympathisch. Ellie, ich bin unterwegs zu den Reflektoren. Ich muss sie manuell ausrichten. Was macht Strauss? Sehen Sie doch selbst. Nein! Nein, nicht wieder die Nadel! Sie müssen mich rauslassen! Ich kann nicht alles mehr lassen! Strauss, was ist los? Sicher, Alter. Wollten die sich voll anschleichen. So, wo ist jetzt das so ein Kackding? Boah. Ich hab doch gewusst, dass nochmal so eins kommt. Noch so ein Bang.
So, hab ich ein paar erwischt. Versuche es halt immer wieder, ne? Fuck, Alter, 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 Alter. Persönliches Logbuch Howard Phillips, Aufzeichnungsnummer 497. Sie hassen mich alle. Ich kann sie alle sehen, sie sehen sie überall auch und da, beobachten mich selbst an. Sie wartet einfach ab, bis der alte Howard Phillips endgültig durchdreht. Damals, als er die Vögel rausließ und gegen alle Codes um Regeln verstieß. Denen zeige ich, wer ich bin. Denen zeige ich, wer hier verrückt ist, was es braucht, um hier rauszukommen. Sie müssen hier noch kommen, weil dieses Produkt machen. Aber für Regeln hätten sie denn auch schon. Gegen die werde ich auch verstoßen. Ich werde mich etwas hinlegen. Ich fühle mich nicht so gut. Hier speichern wir. Wenn ihr stellt euch vor, ihr müsst das Spiel spielen. Und könnt echt nur dreimal im kompletten Spiel speichern. Und dann wird der Spielstand auch noch gelöscht, wenn ihr sterbt. Schon fies. Die Schuld erahnen, die du verspürst, nie die dunklen Gedanken erfahren, die du für dich behältst.